Wenn du jetzt schon so nervös bist, was soll denn erst heute Abend geben? Entschuldige, aber ich bin völlig durchgedreht. Ach, Erdal, was machen wir denn jetzt mit dir? Wenn du so weitermachst, können wir unsere Verlobung bei der Konkurrenz feiern. Ich kann das nicht. Das ist alles zu viel für mich. Ich werde hier allein weitermachen. Die Mutter wird gleich hier sein. Außerdem, es ist nicht mehr viel. Ihr könnt ruhig gehen. Außerdem, ich glaube, ihr habt noch etwas Besseres vor, oder? Ja, aber da ist noch so viel zu tun. Nicht aber, du tust, was dein Vater sagt. Danke. Mehmet, sollen wir nicht wenigstens noch ein bisschen ja. Raus! Ach, Mehmet, du bist der beste Schwiegervater, den man sich überhaupt nur wünschen kann. Schade, dass ich nicht dich zuerst kennengelernt habe. Wie wär's, wenn ihr euch heute Abend verlobt? Pass auf, sonst werde ich das noch tun. Nur über meine Leiche. Und bloß schon diese dämliche Feier vorbei wäre. Von mir aus. Sie braucht überhaupt nicht zu Ende zu gehen. Von uns aus umso schneller. Raus mit euch! Ich bin stolz auf dich. Sie schon wieder? Ich habe Ihnen doch gesagt. Wir wissen, was Sie gesagt haben. Wir sind doch nur gekommen in der Hoffnung, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Habe ich aber nicht. Vielleicht haben Sie unsere Preisliste nicht sorgfältig genug studiert. Preisliste nennen Sie das? So was nennt man bei uns Erpressung. Aber Herr Bicici, ich bitte Sie. Kein Mensch will Sie erpressen. So? Was dann? Wir haben Ihnen lediglich ein Angebot gemacht, was Sie nicht ausschlagen sollten. Ich kaufe weiter da, wo es gut und preiswert ist. Und keiner wird mich daran hindern. Auch Sie nicht. Hey, lassen Sie das! Warum soll ich woanders das vier- oder fünffache bezahlen? Weil wir eine gewisse Garantie übernehmen. Sie beschützen. Danke! Ich brauche aber Ihren Schutz nicht. Sagen Sie das nicht. Es ist schon ganz anderen Leuten über Nacht der Laden abgebrannt. Stimmt. Tja, in manchem Besitzer soll auch schon was zugestoßen sein. Ja, und das wollen wir doch vermeiden, oder? Schauen Sie, dass Sie hier rauskommen. Und lassen Sie sich Young nicht mehr blicken. Sie können mir keine Angst machen. Wo ich herkomme, hat man gelernt, selbst sich zu beschützen. Sie machen einen großen Fehler. Überlegen Sie sich's noch mal. Meine Empfehlung an die Familie. Raus! Übrigens, Glasscherben bringen kein Glück. Jedenfalls nicht bei uns in Deutschland. Und? Hast du mit Dagmar gesprochen? Ich habe alles versucht. Bist du sicher? Ich
habe auf sie eingeredet wie ein Wahnsinniger. Ich habe sie angefleht, gebettelt, getobt. Zwecklos. Was soll ich machen? Sie ist schließlich alt genug. Scheinbar nicht. Sonst würde sie euch so etwas nicht antun. Was sagt deine Frau? Du kennst sie ja. Lilly hat sich inzwischen damit abgefunden. Hat denn deine Tochter kein Fünkchen Stolz? Ach, im Grunde habe ich gar nichts gegen ihn. Es ist nur, wenn es nicht meine Tochter wäre. Ach was? Es geht doch ums Prinzip. Sieh dich doch mal um. Überall Ausländer. Bald sind wir Fremde im eigenen Land. Ohne Ringe? Wer sagt denn das? Was? Erna, du hast doch wohl nicht. Doch, oh. Ich hab. Oh, komm, Zeit. Komm, Zeit her. Erst einen Kuss. Das reicht, gib her. Nein, nein. Komm, gib sie mir jetzt. Nein, überall. Schluss. Und den Rest? Gibt's nach der Hochzeit. Ich liebe dich. Ben seni seviyorum. Sollen wir heute Abend da gar nicht hingehen? Ich glaube, die würden uns gar nicht vermissen. Jetzt geht das schon wieder los. Mein Gott, du gehst doch nicht zu deinem Begräbnis. Das ist doch nicht so schlimm. Jedenfalls bin ich sehr froh, wenn das Ganze vorbei ist. Ich weiß nicht. Unsere Eltern freuen sich viel mehr auf diese blöde Feier als wir. Deine vielleicht. Und deine erst. Mann, du musst aber auch mal verstehen. Bei deinem Vater fällt es mir wirklich sehr schwer. Aber
Für ihn ist es auch schwer. Er hat sich für seine Tochter was anderes vorgestellt als... Ja, das merkt man. Ach, lass doch. Ist doch egal. Meine hätten auch viel lieber gesehen, wenn ich eine... Was? Na, du weißt schon. Aha. Warum müssen wir uns auch extra noch verloben? Ich find's schön. Ehrlich? Ehrlich. Ich kann dich ja verstehen. Gar nichts verstehst du. Ich bin auch nicht gerade glücklich über ihre Wahl. Aber es ist nun mal ihre Sache. Sie ist schließlich alt genug. Weiß sie überhaupt, was sie uns damit antut? Aber wenn sie sich doch... Wenn sie sich doch verstehen. Gerhard, lass uns doch vernünftig sein, wenigstens heute Abend. Vernünftig? Bin ich etwa unvernünftig? Dagmar ist ohnehin schon enttäuscht genug. Ach ja. Eine Verlobung ohne Verwandtschaft. Wundert dich das? Hauptsache sind sie glücklich. Schau mal, unsere Mütter scheinen sich näher zu kommen. Ja, unsere Mütter schon. Lass, das kommt schon noch. Das ist eben der Unterschied zwischen unseren Ländern. Bei euch sind die Väter traurig, wenn sie ihre Töchter verlieren. Wow. Buraya gelin. Ha? Erdal sen buraya, Dagmar sen de buraya. Önce bu şerefi bana verdiğiniz için ikinize de çok teşekkür ederim.
Dagmar. Ja. Erdal. Şimdi de makas. Ama sakın korkmayın. Bu kurdeleyi kesip sizi birbirinizden ayıracağım diye. Ömür boyu bağlıyorum sizleri. Meine Freunde, liebe Gäste, ich hoffe, ihr alle seid mir nicht böse, wenn ich heute die Gelegenheit nutze, um ein paar Worte des Dankes und der Hoffnung zu sprechen. Vor mehr als 13 Jahren, als ich von Istanbul nach Hamburg kam, ich habe nichts mehr bei mir als ein paar Träume. Eine davon war dies hier, eigenes Restaurant. Der andere war, dass es mit meiner Familie gut gehen sollte. Dass mein Sohn es schaffen würde, zu etwas zu bringen. Daran habe ich nie gezweifelt, dass er auch einmal glücklich wird. Nun, dafür hat jemand anders gesorgt. Ich wünsche euch beiden von ganzem Herzen alles Gute und ich möchte euch sagen, dass wir immer für euch da sein werden, was auch immer passiert. Das ist alles, was ich sagen wollte. Dankeschön.
Eldar! Eldar! Zwei Funkstreifenwagen zum Einsatzort zur Verkehrsableitung. Ja, Norbert! Geben Sie mal bitte ein Stückchen zurück da. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt. Ja, folgende ist die Verletzten werden hier schon auf der Bord. Irgendjemand wird sich doch auftreiben lassen. Ach Gott nochmal, mich habt ihr doch auch aus dem Bett geholt. Ja, wenn man schon mal früh schlafen will. Ja. Es ist immer noch besser, als wenn ich anfange, Türkisch zu lernen. Dann versuch doch mal beim Stöber, der müsste längst hier sein. Ja, ist gut. Also, gut. Herr Brockmüller, können die Verletzten abtransportiert werden? Ja, die können weg. Die Namen? Ja, die habe ich. Aber irgendetwas muss doch von den Typen gesagt worden sein. Haben Sie nichts gehört? Namen? Nein. Kein Name, gar nichts. Also wiedererkennen würden Sie auch keinen? Ich weiß. Ausgesehen haben sie alle gleich. Sie wissen ja. Und Sie? Sie haben nicht gesehen, wer den Jungen niedergeschlagen hat? Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Das Ganze lief so schnell ab. Ich war bloß damit beschäftigt, mich meine Haut zu wehren. Ich dachte, die bringen uns um. Also auch nichts. Ein paar von denen haben garantiert auch was abgekriegt. Viele Pause. Viel ist das nicht gerade. Die Jungs sind jetzt fertig. Bericht gibt's morgen früh. Der Arzt wollte wissen, ob wir die Leiche abtransportieren lassen können. Entschuldigen Sie, brauchen Sie uns noch? Ach so, nein, nein, Sie können natürlich gehen. Wenn wir Sie brauchen, rufen wir Sie an. Hat mein Kollege Ihre Adressen aufgeschrieben? Herr BTG, wollen Sie jetzt nicht lieber nach Hause gehen? Einer meiner Leute wird Sie bringen. Es tut mir leid, aber Sie können doch jetzt hier nichts mehr tun. Wir können ja dann morgen noch mal miteinander reden. Was ist los? Warum kommst du erst jetzt? Darum. Was ist passiert? Das frage ich dich. Siehst du ja. Skinhead. Mal wieder. Der Tod ist der Sohn vom Besitzer. Erdal Bijici. Heute Abend sollte Verlobung sein. Die Kleine da ist die Verlobte. Dagmar Lobeck, mit ihren Eltern. Und? Und?
Frage nach dem Motiv erübrigt sich ja wohl. Das Ganze ist wieder so eine wahnsinnige Tat dieser Kahlköpfe. Hohlköpfe. Gibt's irgendeinen... Anhaltspunkte? Null. Nee, gibt's irgendeinen Waschraum hier? Was ist passiert? Na, weißt schon, mein Auto ist im Eimer. Ich guck mal, wie meine Hände aussehen. Von dem Vater kriegen wir heute nichts mehr raus. Der ist fix und fertig. Wundert mich nicht. Die meisten haben sowieso nichts gesehen. Eben, dass es Skinheads waren. Und die Hälfte versteht kein Deutsch. Dafür verstehen wir beide ja Türkisch. Jedenfalls können die sich da oben jetzt nicht länger auf einen Einzelfall rausreden. Das ist in 6 Monaten der 3. Fall. Das ist doch kein Grund, das hochzuspielen. Jeder einzelne Fall ist für mich Grund genug. Hatten wir doch alles schon mal. Sauberes Deutschland und so. Paul, du willst denen doch nicht im Ernst ein politisches Motiv unterstellen. Damit wertest du die Brüder doch bloß auf. Ich unterstelle denjenigen ein politisches Motiv, die mir weismachen wollen, Skinheads wären einfach bloß Raufbolde und sonst gar nichts. Lassen Sie ihn. Es ist besser so. Hat er Ihnen etwas gesagt? Etwas, das uns helfen könnte? Ja, dass Sie sich beeilen müssen. Hören Sie, wir tun, was wir können. Sind Sie da sicher? Dazu möchte ich Ihnen gerne mal was sagen. Ich mache das hier schon ein paar Jahre. Aber es ist mir nie gleichgültig gewesen, ob ein Mensch umgebracht wird oder nicht. Nur wenn es passiert, dann war es mir immer gleichgültig, ob das ein Indianer war oder ein Chinese oder ein Deutscher oder ein Türke. In jedem Fall werden wir versuchen, den Täter zu fassen. Aber dass wir uns richtig verstehen, wir versuchen das, ja? Wir. Vielleicht. Vielleicht, wenn Sie Glück haben, vielleicht, wenn Sie viel Glück haben, wird er sogar eingesperrt. Aber enden wird sich dadurch nichts. Ich lebe nun schon über 10 Jahre in Deutschland. Und noch nie habe ich so viel Angst gehabt. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige. Das glaube ich Ihnen. Trotzdem hoffe ich, wir haben uns verstanden. Mit Rache ändern Sie nichts, im Gegenteil. Das gilt auch für Ihren Freund. Das müssen Sie ihm schon selbst sagen. Ja, das sage ich ihm selbst. Vielleicht nicht jetzt, aber ich sag's ihm. Verlassen Sie sich drauf. Ich hoffe, Sie haben sich inzwischen ein bisschen beruhigt. Das ist mein Kollege Stöber. Herzliches Beileid. Wir müssen Ihnen leider noch ein paar Fragen stellen. Muss das sein? Hat es nicht Zeit bis morgen? Wir können Ihnen auch nicht helfen. Sie sehen doch, müssen Sie meine Tochter so quälen? Niemand will Ihre Tochter quälen. Aber ich kann mir denken, dass Ihre Tochter interessiert daran ist, dass der Fall aufgeklärt wird. Was gibt's denn da noch groß aufzuklären? Der Junge ist tot. Alles andere macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sollen wir den Mörder deswegen laufen lassen? Mörder? Gehen Sie da nicht ein bisschen zu weit? Glauben Sie wirklich, dass diese Chaoten Erdal umbringen wollten? Sie, ne? Nein. Was weiß ich. Das Ganze war doch wohl eher so eine Art... Ja? Warnschuss. Wofür? Herrgott, Sie wissen doch selbst, was das für welche sind. Für die ist das... Warum muss der ausgerechnet den Helden spielen? Sollte er sich ihn umbringen? Eben. Wie ein Verrückter hat auf diesen Jungen eingeschlagen. Die waren schon so gut wie weg. Aber nein, er muss ihn ja auch unbedingt noch festhalten. Ist ja kein Wunder. Es ist eben nicht jeder so wie du, Papa. Was soll ich denn machen? Soll ich etwa den Märtyrer spielen? Warum denn? Wegen dem bisschen Kleinholz? Du hast doch gesehen, was dabei rauskommt. Es ist doch alles versichert hier. Darum geht's nicht. Ja, warum denn? Liebes, warum denn? Komm, seine Ehre zu verteidigen oder was? Du verstehst einfach nicht. Es geht darum, dass man sie hier nicht leben lässt. Dass man sie hasst und verfolgt. Ohne Grund. Dürfen sich Türken noch nicht mal wehren? Mein Gott, was sind das bloß für Menschen? Was sind das für Menschen? Vielleicht wollten Sie gar nicht. Sie haben also gesehen, wie es passiert ist? Gesehen? Ja, was denn bei dem durcheinander? Das,
Irgendwas müssen Sie doch gesehen haben. Versuchen Sie sich doch zu erinnern. Irgendwelche Besonderheiten, Merkmale. Irgendwas muss Ihnen doch aufgefallen sein. Aufkleber, Narben. Jede Kleinigkeit kann uns helfen. Ich weiß nicht. Haben wir das nicht morgen? Eine Tätowierung. Was? Ja, ich habe ihn noch genau gesehen. Er stand hier direkt vor mir. Können Sie ihn beschreiben? Was gibt's denn da groß zu beschreiben? Sieht doch einer aus wie der andere. Den erkenne ich. Der hatte hier auf der Hand hat er die Tätowierung. Konnten Sie sehen, was? Hass. Hass? H-A-S-S. Hass. Habt ihr schon auf uns gewartet? Ja, aber Nase, Alter! Nase! Signalchef! Hat sich einer von den Spießern hier beschwert? Sag uns wer und wir bringen es nachher. Es ist demokratisch. Kann man ja sicher sagen, was jeder von euch gestern Abend gemacht hat. Ist das hier so eine Art Bullenquiz oder was? Kommt vorher wieder kleine Bullen? Das war ein Witz! Von dem Überfall auf das türkische Restaurant gestern Abend bist du nicht. Wo warst du gestern Abend? Warum? Weil ich wissen will, wo du gestern Abend warst, Mann. Ach, Ruhe, Mann. Warum? Was soll denn die Scheiße? Pass auf! Ja! Jemand, der gegen dieses Pack was unternimmt. Früher hätte es sowas nicht gegeben. Früher hat es noch ganz was anderes gegeben. Na, Gott sei Dank, lassen Sie mich mal. Dann weiß der Bengel wenigstens. Lassen Sie das! Sonst vergesse ich, dass ich bei der Polizei bin, Mann. Das. Die Sprüche müsstest du doch eigentlich zu schätzen wissen. Wo soll die Fahrt denn hingehen? Scheißegal. Wie lange hast du deine Glatze schon? Nicht so lange wie du, ey. Hast du recht. Ich hatte meine Glatze schon, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Ich wollte mit dir wegen gestern Abend sprechen. Da warst du doch dabei, ne? Nee, warst du dabei? Hoffentlich fragt uns hier keiner wegen dem Fahrschein, ne? Keine Angst. Ich habe einen Blick für Kontos. Und für Bullen? Auch für Bullen, ja. Was hast du eigentlich gegen Türken? Nix. Bloß, sie sollen abhauen, egal ob Türken, Jugos, Bimbos, ganze Ausländerpack, raus. Warum? Was haben die dir getan? Nix, weil es primitive Naturvölker sind. Und weil ihnen einer klar machen muss, dass sie nichts zu suchen haben. Das seid ihr. Korrekt. Die überfluten unser ganzes Land, machen sich überall breit, vergewaltigen unsere Frauen, nehmen uns die Arbeit weg. Die Türken, die bringen ihren Glauben, ihre Moscheen, den ganzen anderen Scheiß mit. Damals hättest du was nicht gegeben. Und es wird sowieso heute besser gehen, wenn die Faschisten wieder an der Macht wären. Solche wie er hier. Das sind nur Lutscher, Laumänner. Nein, du musst zu denen von der DAF gehen. Die wissen, wo es lang geht. Die denken genauso wie wir. Die da drüben, das sind nur Bürozombies. Die sind doch schon tot. Die fahren doch schon ab. Wir Arbeiter, wir halten zusammen. Du bist ein Arbeiter. Korrekt. Und wo arbeitest du denn? Im Moment nirgends. Aber das wird schon ändern. Klar, wenn die Faschisten an der Macht sind. Und wovon lebst du jetzt? Stütze? Oder hilft dir da auch die DAF? Ich will keine Stütze. Ich will überhaupt nichts geschenkt haben. Ich kann selber arbeiten, verstehst du? So richtig. Ich hätte keine Lust, morgens im Anzug zur Arbeit zu gehen
und Kulis zu stemmen. Wer klärt euch eigentlich über all solche Sachen auf? Ich meine das mit den Türken und so. Das brauchen wir keiner zu erklären. Ich sehe da, was läuft. Die einen hängen sich auf, die anderen laufen im Kopf gegen die Wand. Und die anderen, die wehren sich. Und das sind wir. Die Skins. Hin und wieder schlagt er mal einen tot. Ich hab keinen umgebracht. Und was war gestern Abend in dem Türkenschuppen? Nichts. Red keinen Scheiß. Es hat einen Toten gegeben. Das ist doch wohl mehr als nichts. Das ist mein Problem. Ihr habt einen Menschen totgeschlagen. Einfach so. Weil es euch Spaß gemacht hat. Weil er anders war als ihr. Weil er Türke war. Hier. Hass. Ne? Du weißt genau, wen ich meine. Wenn du nicht noch tiefer in die Scheiße rein willst, dann spuckst du jetzt endlich den Namen aus von dem Typ. Ich weiß es nicht. Willst du mich verarschen? Das war doch einer von euch. Na und? Und du weißt, wie ich ihn finde. Nein! So, Billy, kommst du hier nicht weg, mein Junge? Glaub ja nicht, dass die Nummer für dich gelaufen ist. Was soll das, ey? Das ist wie Ruhe, Scheiße. Für deine Kumpels ist die Nummer auch noch nicht gelaufen. Und für den Tätowierten schon gar nicht. Los, spuck's aus. Wo krieg ich den Hund? Ne? Kannst dir vielleicht vorstellen, dass noch ein paar andere Leute hinter dem her sind. Und wenn die den kriegen, die machen kurzen Prozess. Ist mit. Schweiz, oder was? Beruf? Schlosser für alle Fälle. Wo? Wo soll es ein Witz sein? Sag mir, wo ist die sofort da? So wie gestern, ja? Wenn du nicht bei den Türken warst, wo warst du dann? Überleg dir die Antwort gut. Muss ich das? Wir können dich auch hier behalten. So dummes Gelaber. Du, sauf doch ruhig, hey. Meier! Bleib ruhig, Meier! Bleib ruhig! Vor du den King machst, müssen wir erst mal beweisen, dass ich überhaupt da war. Du bist ein ganz schlauer, was? Na, hatte ich schon öfter das Vergnügen. Und sowas wie ich, wenn du schnell zum Stamm warst.
Und nochmal, ich habe mit der Sache nichts zu tun, genauso wenig wie die anderen. Deswegen ist sein Kumpel so schnell abgehauen, wa? Kumpel? Keine Ahnung. Und den Typen mit dem Spickzettel auf dem Pfoten, den kennst du auch nicht, ne? Nie gesehen. Nun mach doch da mal Ruhe! Wie lange dauert das noch? Ich brauche noch 10 Minuten. Okay. Es dauert ungefähr noch 10 Minuten. Komm darüber. Irgendwie war Zoff angesagt. Die haben ganz schön viel geballert, waren ganz schön frustriert. Da kam einer auf die Idee mit dem Türkenklatschen. Wer? Keine Ahnung. Irgendjemand halt. Wie das so läuft. Aber das verstehen Sie so und so nicht. Wie seid ihr ausgerechnet auf dieses Restaurant gekommen? Das liegt doch ziemlich weit draußen. Das hat sich halt so ergeben. So wie der Tote. Das war nicht geplant. Sagst du. Wir wollten Ihnen eine kleine Lektion verpassen. Ein bisschen Action machen. Sonst nichts. Das mit dem Toten, das war ein Unglücksfall, ehrlich. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Bin ich jetzt dran? Wie viel? Das hängt davon ab, darf ich mal? Wovon? Sag mal, warum sagst du mir nicht einfach, wo ich deinen Kumpel finden kann? Glaub mir, das wäre das Beste. Für wen? Für dich, Mann. Und für ihn auch. Irgendwann kriegen wir ihn sowieso. Irgendwann. Ja, hoffentlich ist es dann nicht zu spät. Vielleicht überlegst du es dir ja noch mal. Heißt das, ich kann gehen? Ja. Warum? Ich denke... Du denkst? Ist doch schon ein Fortschritt. Haben Sie keine Angst, dass ich die Biege mache? Ich bin ein vertrauensseliger Mensch. Und im Notfall weiß ich ja, wo ich dich kriege. Die DAF lässt grüßen. Was heißt denn das eigentlich, DAF? Deutsche Aktionsfront. Na dann. Fragen Sie nach Kralle. Mich kannst du auch anrufen. Tag und Nacht. Danke.
Lassen Sie sich ruhig Zeit, Frau Lobeck. Sehen Sie sich jeden Einzelnen genau an. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr. Möchten Sie jetzt einen Kaffee? Wenn ich diese Typen sehe, diese Augen, aus denen spricht wirklich Hass, der blanke Hass. Milchzucker. Nicht einen habe ich wiedererkannt. Nicht einen. Vielleicht waren ja die Richter nicht dabei. Und wenn doch? Dann werden wir das herausfinden, Fräulein Lobeck. Hundertprozentig haben ja auch die anderen keinen identifizieren können. Wir sind ja auch erst am Anfang. Wir werden jeden Skinhead in Hamburg überprüfen. Wir finden den Täter. Verlassen Sie sich drauf. Und wenn ich ihn wieder nicht erkenne? Ich kann das nicht. Trinken Sie mal erst Ihren Kaffee. Was ist mit dem? Bei Ihrer Beschreibung. So viel laufen doch nicht rum mit der Tätowierung. Wir bleiben dran. Wie geht's denn Ihren Eltern? Haben sich inzwischen ein bisschen beruhigt? Meine Mutter ist noch ziemlich fertig. Warum ist Ihr Vater eigentlich heute nicht gekommen? Ich weiß es nicht. Gern gesehen hat er es natürlich nicht, seine einzige Tochter mit einem Türken. Sie wissen ja, wie die Leute so reden. Mir hat das nichts ausgemacht, aber ihm... Er hat richtig drunter gelitten. Er kann halt nicht raus aus seiner Haut. Tja, ja. So ist das eben. Ich glaube, er würde alles für mich tun. Aber noch mehr für die Leute. Soll ich ihm Bescheid sagen? Nein, nein, das machen wir schon. Das reicht ja, wenn wir ihm die Fotos zeigen. Gerechnet. Weil sie ihn noch schon ein paar Mal bedroht haben. Die Skins? Nein, diese Mafia-Typen. Aber Mehmet hat sich nicht einschüchtern lassen. Was denn für Mafia-Typen? Ach, keine richtigen. Erdal hat sie immer so genannt. Sie wollten, dass Mehmet die Waren alle bei ihnen kauft und dafür... Und dafür wollten Sie ihn beschützen? Ja. Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Ja, wieso? Ich dachte, es hat damit... Wissen Sie genau, dass Herr Bicici nicht bezahlt hat? Ja. Warum? Weil es Schutzgelderpresser sind. Und was das heißt, können Sie sich ja denken. Wo ist er jetzt? Wer? Herr Bicici. Weiß ich nicht. Zu Hause nehme ich an. Aber warum? Wissen Sie zufällig die Namen von diesen Leuten und dieser Firma?
Keine Ahnung. Glauben Sie denn etwas? Ich weiß es nicht. Im Moment glaube ich ganz etwas anderes. Versuchen Sie, ihn zu erreichen. Ich bin gleich zurück. Seine Frau sagt, er wollte noch mal ins Restaurant. Kommen Sie. So glauben Sie, dass diese Leute dahinter stecken? Zutrauen, wer ist ihm? Ich kann nur hoffen, dass der Pichichi keinen Blödsinn macht. Mit dem Bursch ist nicht zu spaßen. Wie meinen Sie das? Ich erkläre es Ihnen später. Lass. Pass auf. Sie machen einen großen Fehler. Wir haben von der Sache gehört, aber glauben Sie uns, wir haben nichts damit zu tun. Ehren Wort. Er hat recht. Glauben Sie mir. Ich müsste es doch wissen. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Machen Sie sich doch nicht unglücklich. Man kann über alles reden. Von Mann zu Mann. Ohne Revolver. Das konnte mein Sohn auch nicht. Das mit Ihrem Sohn tut mir leid, aufrichtig leid. Aber das waren keine Leute von uns. Warum sollte ich die Kuh schlachten, bevor ich sie... Halt! Lass sie los. So schnell kann sich das Blatt wenden. Trotzdem. Ich glaube, dass Sie von Ihrem Plan, mich zu erschießen, nicht abgehen wollen. Oder? Verstehe. Ich hoffe, Sie erwarten nicht von mir, dass ich von nun an als lebende Zielscheibe durch die Straßen gehe und darauf warte, dass Mehmet Bicici mich irgendwann erwischt und mich abknallt. Noch dazu für etwas, wofür ich keine Verantwortung trage. Was also soll ich jetzt mit Ihnen machen? Ich könnte Sie jetzt erschießen. Sie sind hier eingedrungen und haben mich vor Zeugen mit der Waffe bedroht. Notwehr. Aber das will ich nicht. Ich will, dass Sie mir glauben.
Mehmet! Mehmet! Ist nicht da. Gucken Sie mal in der Küche nach, ob Sie irgendwelche Papiere finden. Ordner oder Quittung oder sowas. Glück. Nach den Preisen zu urteilen muss er das sein. Schürmann. Sie bleiben lieber hier. Nein, ich komme mit. Mehmet, wir dachten schon. Hören Sie, ich weiß nicht, was das Ganze hier soll. Sparen Sie sich das Gelaber. Herr Bicici, haben Sie nicht vielleicht gestern Abend etwas vergessen, uns zu sagen? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Und was machen Sie hier? Hören Sie, ich weiß nicht, ob... Halten Sie sich raus, wenn Sie es nicht wissen. Herr Bicici, was machen Sie hier? Suchen Sie hier vielleicht den Mörder Ihres Sohns? Das soll wohl ein Witz sein. Lachen Sie nicht zu früh. Fräulein Lobeck hat mir erzählt, dass man versucht hat, Sie zu erpressen. Stimmt das? Herr Bicici, sagen Sie mir die Wahrheit. Haben Sie keine Angst? Wenn es stimmt, habe ich Schürmann und seine Leute in weniger als einer halben Stunde hinter Gittern. Sind das die Leute, die Sie bedroht haben? Erlauben Sie, dass ich trotzdem lache, aber das Ganze kann davon nur ein Scherz sein. Herr Bicici, wenn es stimmt, dann sind das auch die Leute, die Ihnen die Skinheads auf den Hals gehetzt haben. Dann sind das auch die Leute, die indirekt am Tod Ihres Sohnes schuld sind. Jetzt reicht's aber! Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen zu weit gehen? Wie kommen Sie nur auf diese Idee? Vielleicht ist es noch nicht bis zu Ihnen durchgedrungen, aber wir sind hier in Hamburg, nicht auf Sizilien. Hier gibt es keine Mafia, die Schutzgelder kassiert und keinen Paten, der irgendwelche Mörder dingt. Ob Sie es nun wahrhaben wollen oder nicht, wir sind ein seriöses Unternehmen. Herr Bicici konnte sich gerade davon überzeugen. Habe ich recht? Was meint er damit? Nichts, als dass Herr Bicici seit heute zu unseren Kunden gehört. Er ist hier, um mit mir über die monatlichen Konditionen zu verhandeln. Ist das wahr? Ja. Guten Tag. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, ich dachte, ich könnte hier vielleicht... Ja? Ich dachte, ich könnte hier vielleicht jemanden treffen. Und wer sollte das sein? Den Namen weiß ich leider nicht, aber ich kann den Mann beschreiben. Er ist jünger als 25. Ja, und? Hat Springerstiefel an. Eine Bomberjacke. Hier oben so eine Art Glatze. Und hier auf die Fingerrücken tätowiert das Wort Hass. Es tut mir leid, aber... So jemand gibt's hier nicht. Und der Name Kralle, sagt Ihnen der was? Der Name Kralle, sagt Ihnen der was? Ist das auch so einer? Ja. Ich muss Sie enttäuschen. Das hier ist das Büro der Deutschen Aktionsfront. Wir haben Grund zu der Annahme, dass gerade dieser Personenkreis sich öfter hier aufhält. Wer ist wir? Ah. Stöhr war mein Name. Kriminalpolizei. Also, wie steht's damit? Zu uns kommen viele Jugendliche, auch Skinheads. Warum fragen Sie? Weil gestern Abend ein Rudel von denen ein türkisches Restaurant überfallen und den Sohn des Besitzers totgeschlagen hat. Wir sind nicht verantwortlich für die Aktion Einzelner. Ich weiß, Sie haben eine weiße Weste an. Und lassen die Dreckarbeit von anderen machen. Wir sind eine politische Vereinigung. Es kommt natürlich hin und wieder mal vor, dass jemand unsere Ziele missversteht. Aber so kompliziert ist Ihre Politik doch gar nicht. Sie lösen doch keine Probleme, Sie beseitigen sie doch nur. Was gibt's denn da misszuverstehen? Wir geben diesen Leuten etwas, was sie nicht kennen.
Wohlbemerkt unseren Leuten. Wir gehören nicht zu diesen Nestbeschmutzern, die immer nur von den Problemen der Ausländer reden. Bei uns finden sie ein Zuhause. Bei uns haben sie das Gefühl, gebraucht zu werden. Von Ihnen? Ich möchte nicht mit Ihnen über unsere Politik diskutieren. Ich eigentlich auch nicht. Entschuldigen Sie. Wir haben heute Abend eine öffentliche Veranstaltung. Sie können natürlich gerne kommen. Danke. Kann glatt passieren, dass ich wirklich komme. Wissen Sie, mein Beruf bringt mich in die merkwürdigsten Situationen. Es hätte alles so schön gepasst. Schürmann erpresst Bicici. Bicici weigert sich zu zahlen. Und dafür hetzt man ihm die Skims auf den Hals. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was hättest du mir vorher sagen können? Dass Schürmann ein schwieriger Kunde ist. Es gibt Kollegen, die sind seit Jahren hinter dem her. Und? Bis jetzt war ihm nie was nachzuweisen. Wie macht er das? Siehst du ja, der ist zum Beispiel nicht so blöd, dass er einfach nur Geld kassiert, sondern er liefert auch Ware dafür. Zum fünffachen Preis. Jo, das ist freie Marktwirtschaft, das ist nicht strafbar. Und wenn einer nicht bezahlt, kriegt er eins über die Rübe, wie Adal Bicici. Da bin ich nicht so sicher. Die kleine Lubeck hat sich das doch nicht aus den Fingern gesogen? Natürlich nicht, aber wenn ich einem Mann in die Tasche fassen will, schlage ich seine Kinder nicht tot und ich zerkloppe ihm auch nicht seine Existenz. Sie ist sicher, dass Bicici nicht bezahlt hat. Ja. Und auf einmal zahlt er. Wundert dich das? Ja. Ja? Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand mit den Mördern seines Sohnes ein Geschäft macht. Und ein Türke schon überhaupt nicht. Vielleicht war es ja nicht geplant. Vielleicht sollte es nur ein Warnschuss sein. Die Skins haben ein bisschen zu kräftig hingelangt. Fest steht jedenfalls, er war da, ich hab's gesehen. Und jetzt zahlt er. Bloß warum? Wir haben gerade nicht so. Ja, dann könntest du es eventuell kriegen, aber pass auf. Privatleben. Ich habe was ganz Neues. Was ist? Kommst du mit? Wohin? Was ist hiermit? Fehlanzeige.
Bei allen? Fast. Lobeck hat sie noch nicht gesehen. Ja, nichts wie hin. Jetzt noch? Ja, weißt du was Besseres? Vielleicht ist er heute kooperativer. Warum hast du ihn laufen lassen? Wen? Du weißt genau, wen ich meine. Weil er ein armes Schwein ist, deshalb. Das war Erdal BGG auch. Glaubst du, das hat dich interessiert? Hast du plötzlich dein Herz für die Skins entdeckt? Quatsch! Du hättest den mal hören sollen und all die trostlosen Sprüche. Der plappert doch nur nach, was andere ihm vorplappern, und der tut auch nur, was andere ihm sagen. Und wer sind die anderen? Neonazis, ewig Gestrige, was weiß ich. Das Schlimme ist nur, wenn du so einen Typ wie diesen Kralle reden hörst, dann tut dir die ganze Bande nur leid. Also wenn ich diese Typen sehe, dann tue ich mir mehr leid. Ja, aus der Ferne betrachtet ist das ja richtig, aber wenn du dich wirklich mit ihnen beschäftigst... Ja, ja, den Vorschlag solltest du mal den Türken machen. Paul, du hast ja vielleicht recht, aber das ist nicht unser Job. Außerdem steht fest, er war dabei. Dabei waren viele. Es steht aber auch fest, dass er keinen umgebracht hat. Das sagt ja keiner. Aber er weiß, wer es war. Und was, wenn Schürmann mit der ganzen Sache wirklich nichts zu tun hat? Was wollte Bicci dann von ihm? Ach so. Ja, ach so. Wie wär's denn damit? Ach, du meinst Schürmann als Bicci's Spürhund? Ja. Gesagt. Tut mir leid. Ja, wirklich? Na, hören Sie mal, warum soll ich Ihnen was verschweigen? Was weiß ich, vielleicht aus Angst. Darf ich mal? Aber sicher, warum denn nicht? Und was ist mit den anderen? Ich war ja schließlich nicht der Einzige dort. Haben die nicht irgendwie... Bis jetzt leider nicht. Was ich Ihnen gesagt habe. Die sehen doch alle gleich aus. Wer soll sich da jemanden merken oder wiedererkennen, noch dazu in einer solchen Situation? Ihre Tochter zum Beispiel. Sie hat uns zumindest einen von denen beschrieben, noch dazu einen, auf den es uns sehr genau ankommt. Und? Haben Sie ihn? Noch nicht. Waren Sie dabei gestern Abend? Ich? Gott bewahre. Wovor? Brauche ich ein Alibi? Aber ich bitte Sie, wie kommen Sie denn darauf? Nein, nein, ich war wirklich nicht da. Warum? Hätte ja sein können. Sie als Freund der Familie. Dieser Familie, ja. Ja, ja, ich verstehe. Tut mir leid. Sie machen sich nicht besonders viel aus Türken, oder? Wie kommen Sie darauf? Nur so eine Frage. Na, und Sie? Ich? Ach, wissen Sie, ich glaube, für mich stellt sich diese Frage nicht. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nichts gegen Türken. Ich habe auch keine Vorurteile gegen Sie. Schauen Sie sich doch mal draußen um. Fragen Sie doch mal die Mehrzahl unserer Bevölkerung. Vorurteile. Für mich zählen nur Tatsachen. Aber wem erzähle ich das? Einem aufmerksamen Zuhörer. Vor allem deswegen, weil Ihr Freund, Herr Lobeck, ja über diese Dinge offenbar ein bisschen anders denkt. Wie meinen Sie das? Ja, immerhin haben Sie doch die Freundschaft Ihrer Tochter zu einem Türken toleriert, oder? Also, tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Was, willst du keinen Kaffee mehr mittrinken? Nein, danke, ich habe keine Zeit mehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Geh raus. Aber Sie nehmen Kaffee, nicht? Ja, ja. Ja,
hält ja nicht gerade mit seiner Einstellung hinterm Berg, Ihr Freund, der Herr Fuhrmann. Ja, übertreibt halt manchmal ein bisschen. Das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Nehmen Sie das nicht ernst? Moment kommen. Nur mit dir unterhalten. Worüber? Vielleicht über gestern Abend. Na und? Wie wär's, wenn du einfach mit uns kommst? Ja, gut. Mach ich Platz. Los, hinterher! So sieht also dein Privatleben aus. Hm? Schmeckt ja wohl nicht. Naja, hab schon besser gegessen. Wann? Sag mal, was würdest du eigentlich machen, wenn deine Tochter mit dem Türken nach Hause kommen würde? Kommt drauf an. Wenn der Vater auch ein gut gehendes Restaurant hätte, würde ich ihr meinen Segen geben und würde mich zur Ruhe setzen. Das sagst ausgerechnet du. Ich weiß doch jetzt schon nichts mit dir anzufangen. Aber mal im Ernst. Nichts. Das klingt ganz gut. Aber wenn es wirklich passieren würde? Das sage ich, weil ich sowieso nichts machen könnte. Selbst wenn ich es wollte. Wie würdest du bei deiner Tochter reagieren? Ich habe keine Tochter. Ist fein raus, was? Also, besonders glücklich wäre ich nicht darüber. Ich würde ihr schon sagen, dass ich da Probleme sehe. Dass da Welten aufeinanderprallen. Religion, Moral, Sitten. Was weiß ich, was da alles eine Rolle spielen würde. Ich würde mal eben zahlen. 5,60. Okay. Eins würde ich aber auf keinen Fall machen. Ich würde meinem künftigen Schwiegersohn nicht einen Rudel Skinheads auf den Hals setzen. Auf merkwürdige Ideen. Findest du? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht sollte man wirklich nicht nur immer über die Probleme der Ausländer reden. Vielleicht sollte man mal daran denken, wie es so einem armen Schwein von deutschen Vater geht.
Noch einen kleinen Magen bitte hinterher? Nee. Was hast du da eben gesagt? Kannst du das nochmal sagen? Was? Das mit den Problemen und den Deutschen? Ja, sollte auch die Probleme der Deutschen nicht vergessen. Habe ich das schon mal irgendwo gehört? Das hast du genau vor einer Minute mit anderen Worten selbst gesagt. Ja. Schluss mit dem Gerede über die armen Ausländer! Wenden wir uns den Problemen der eigenen Landsleute zu. Unser vorrangiges Ziel muss sein, ein vereinigtes Deutschland, ein freies Deutschland, ein sauberes Deutschland. Deutschland den Deutschen. Wo finde ich ihn? Wen? Den Mörder von Erdal Bijici. Warum soll ich Ihnen da helfen können? Weil Sie und Ihr Herr Röder und Ihr ganzer Verein die einzige Verbindung sind zu den Skins, zu Familie Lobeck und zu Erdal Bijici. Und weil Sie die Skinheads für Ihre politischen Ziele missbrauchen. Wir sind eine zugelassene Partei. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Bei uns wird niemand missbraucht. Ich möchte ganz gern wissen, wie Sie diese abenteuerliche Behauptung beweisen können. Sie kennen den Mörder. Und wenn Sie nicht noch mehr anrichten wollen, dann sagen Sie mir jetzt, wo ich ihn finde. Lassen Sie mich bitte los. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Sie stecken damit drin. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie sind schlimmer als der Schlimmste von diesen kahlgeschorenen Affen. Ist hier ein Hauptkommissar Stöber? Ja, warum? Telefon für Sie. Stöber? Ja. Danke. Würden Sie bitte mitkommen? Wer war das? Keine Ahnung. Zwei so Typen. Ich hab die vorher noch nie gesehen. Ja, die haben mich auf der Straße angelabert. Haben die irgendwas gesagt oder gefragt? Das war wegen gestern Abend, stimmt's? Das weiß ich. Ich hab keine Ahnung. Manu, red schon. Wir wissen sowieso Bescheid. Du Schwein, warum hast du die Bullen geholt? Was soll ich denn machen? Soll ich dich hier verrecken lassen oder was? Was soll ich für einen bekloppten Bruder? Und wer hat euch auf das türkische Restaurant gebracht? Aber erzähl mir nicht, ihr seid damit zufällig vorbeigekommen. Ach, leg mich am Arsch, Bulle. Sag's ihnen, sonst tue ich es. Halt dich da raus. Mach jetzt endlich dein Maul auf. Wer steckt dahinter? Ich will den Namen hören. Der da, der war das. Idiot. Sie sagen ja nichts, Herr Fuhrmann. Sie werden doch diesem asozialen Gesocks nicht glauben. Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Wer denn dann, hm? Hallo? Fräulein Lobeck, hier ist Rockmüller. Wissen Sie, wo Avicii ist? Ja, und vor einer halben Stunde war er noch in seinem Restaurant. Hat mich nach Hause geschickt. Wieso, was ist denn los? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen Streifenwagen vorbei. Ja, gut. Mein Gott, glauben Sie mir, ich wollte das nicht, ich wollte nicht, dass Sie ihn umbringen. Das war ein Unfall. Ich habe das nicht zu verantworten. Ich wollte meiner Tochter nur bloß zeigen, dass diese Verbindung nichts als Unglück bringt. Ich wollte doch nur, ich hatte noch nichts gegen Erdal, im Gegenteil, mein Opfer. Der Fuhrmann. Fuhrmann hat mich auf die Idee gebracht. Durch ihn bin ich an die Skinheads gekommen. Warum? Warum musste er ausgerechnet Türke sein? Dagmar, da bist du, mein Liebes. Dagmar.
Ich hab das bloß für dich getan. Das muss ich mir glauben. Ich hab das doch nur gut gemacht. Wir müssen das glauben. Wir müssen das glauben. I'm sorry.